Interview und Analyse zum dritten Rennen. Dritte Tagesprüfung, ausgestattet mit einer 3-Wette-Auszahlungsgarantie und auf jeden Fall mitnehmen muss man deine beiden Starter zumindest in den Kombinationsreihen. Gespeck Bellini, heuer tolle Saison, letzte Leistung war ein schwieriges Rennen natürlich in Pfarrkirchen, noch damit Zulage eben zu schon sehr guten Pferden. Zeitmäßig sieht man, wart ihr eigentlich sogar stärker als der vermeintliche Favorit hier. Das heißt, Cashback, auch wenn es jetzt die Ergebnisse nicht so zeigen, weiter in den Topform. Ja, denke ich schon. Ich muss dazu sagen, dass er aber nach Pfarrkirchen ein bisschen geschwächelt hat, war so ein bisschen angerührt und auch der Grund, warum wir jetzt also entsprechend einige Wochen vergehen lassen haben, um ihn wieder zu starten. Ja, aber eigentlich 2,6 ist seine Distanz. Luzana Bocco war an dem Tag vielleicht nicht so gut, vielleicht auch bedingt durch die Startphase, die in Pfarrkirchen sehr delikat ist. Und das hat nicht so ausgesehen, wie wenn es für Luzana Bocco einfach gewesen wäre. Selbiges gilt auch für Cashback Bellini. Einmal über die Schanze vorsichtig, dann beim Eindrehen vorsichtig und dann hat man nicht 25 Meter Zulage, sondern plötzlich 50 und mehr. Und gegen diese guten Pferde, die dann irgendwo in 14 gewinnen, da gibt es nichts mehr aufzuholen, zum einen. Zum anderen denke ich aber, dass Cashback Bellini wieder erstarkt ist. Er ist wieder zurückgekommen mit seinen Kräften. Und ich hoffe, dass er heute in dem Rennen gut aufgehoben ist, wenngleich es auch mit Luzana Bocco Fante Arefan natürlich sehr schwer ist. Zweite Farbe im Rennen, auch wieder mit Jorma Conti am Ablauf. Angle of Attack mit dem Paul in Pfarrkirchen. Sehr starkes Rennen gelaufen, war aber eine deutlich einfache Aufgabe, das muss man auch sagen. Aber wenn er so einen Rennverlauf hat, so ich habe angesprochen, die 3-Wette-Auszahlungsgarantie, es wird schnell werden. Ich glaube, das liegt in Angle of Attack und im Speed, weiß man, wie schnell er ist. Also auch einer, der sicher unter den ersten drei sein kann, wenn alles passt. Ja, würde ich schon sagen. Und mit der Fahrerwahl von Jorma Conti ist er sehr gut bedient, weil Jorma hat ihn schon in Skandinavien des Öfteren gefahren. Und als ich ihn eben gekauft habe, beziehungsweise in Frankreich ersteigert habe, habe ich auch vorher mit dem Jorma gesprochen. Und er meinte, das ist ein sehr gutes Pferd und er hat ihn sehr gut in Erinnerung, speziell in der Startphase kann er einiges. Natürlich, die Startphase ist bei uns jetzt nicht mehr so in die Schale zu werfen, weil er natürlich aufgrund seiner Gewinnsumme immer die letzte Nummer hat. Und das ist natürlich ein enormer Nachteil für so ein Pferd. Aber ich denke, heute hat er erste Reihe. Jorma wird alles, was er in Erinnerung hat, von ihm eben ausnützen und dann werden wir schon mit der Wahl einer der besten Fahrer der ganzen Welt für mich schon ein positives Ergebnis haben. Dritte Tagesprüfung, abermals mit einem sehr heißen Siegkandidaten, Luzana Bocco, Leistung in Pfarrkirchen war nicht so, wie man es sich erhofft hat. Da hatte er ein bisschen Probleme, glaube ich, in den Bögen und mit der Besandung eventuell auch. Genau, die Leistung war gut. Also das kann man jetzt nicht sagen, aber im letzten Bogen, da war es höllisch schnell. Dann war ihm der Boden ein bisschen zu tief, der Bogen ein bisschen zu eng. Aus dem resultierte der Fehler. Zweite wäre ich sicher geworden. Ob ich den enteilten Darren Hill noch schlagen hätte können, das weiß ich nicht, aber ist ja jetzt nicht die Frage. Er hat den Start gut überstanden. Einzige Fragezeichen, ein bisschen Nummer 1, wie man wegkommt, wie die Lage in den Rennen ist, was Fantarifor macht. Aber ich sehe ihn wieder ganz vorne heute. Ja. Das heißt, Fantarifor siehst du natürlich als Hauptgegner, hast ihn schon einmal bezwungen, das war aber 1600 Meter. Fantarifor eher seine Distanz wahrscheinlich die heutige mit 2,6. Aber Luzana Bocco, die Creau-Leistungen bisher, die waren einwandfrei. Also glaubst du, dass der Fantarifor, wenn der Luzana wieder so drauf ist, wie die bisher in den Creau-Rennen, das entschlagen kann? Wissen tut man es nie, aber wird schwierig werden. Das heißt, du gehst schon von einem Sieg aus, wenn alles optimal abläuft? Ja. Ja. Zweite im Bunde, im dritten Rennen ist Lord Brode, 12-jährig bereits. In dieser Gewinnklasse natürlich für die älteren Pferde schon hartes Stück Arbeit, wird nicht einfach werden. Jetzt aber nur 6 Teilnehmer, somit gibt es auf jeden Fall einen Geldgewinn. Und ich sehe hier 6
Gelder ausgewiesen. Ist schon mal sicherlich nicht das Ziel, aber damit kann auch der Jürgen Schunesen ein bisschen leichter ins Rennen gehen, weil er weiß, dass er praktisch nichts falsch machen kann und auf jeden Fall einen Geldgewinn holt. Ja, genau. Also der Bode hat immer getan, was er kann und ist jetzt in die Jahre gekommen ein bisschen. Jetzt werden wir noch ein paar Starts für mich noch ansehen, weil zu Hause ist er frisch, arbeitet gut. Die Motivation im Rennen fehlt ihm ein bisschen, aber ja. Hat auch schon die harte Schlachten geliefert. Hat einen super Catch-Driver im Wagen und schauen wir, was da rausspringt. Das heißt, vielleicht dann noch ein bisschen leichteren Rennen, obwohl so leicht sind sie auch nicht, dann in Wales eventuell, weil da hat er, glaube ich, letztes Jahr 2 Rennen gewonnen. Eventuell diese Route mit ihm geplant? Ja, wie gesagt, man muss jetzt mal schauen, wie die Motivation ist von Laubode. Zu lange ist sie gehen wir nicht mehr. Und Wales ist eine Option, aber da fallen vorzu die frei für alle aus. Also ist schwierig zu managen, so ein Pferd. Und ja, also wir lassen das Laubode entscheiden und so wie er will.